So, und nun kommt die Stunde der Wahrheit. Die Frage, ob unser Board funktioniert oder ob wir irgendwo noch einen Fehler drin haben. Ich habe das mal umarrangiert, ich habe wieder mein Netbook hier aufgebaut. Ich habe schon alles angeschlossen, weil wir es ja in der letzten Folge eigentlich schon gesehen haben, wie es läuft. Ja, unsere Stromversorgung, hier unser USB-Kabel wieder angeschlossen. Wichtig darauf achten, erstens. Der Jumper muss gesteckt sein für das DTR-Signal. Ich will noch mal darauf hinweisen, hatten wir das letzte Mal schon eigentlich darüber geredet, sollte ja eigentlich gesteckt sein. Und die DIP-Switches müssen passend für Bellatrix eingestellt sein. Ja? Also jeweils der zweite und der fünfte DIP-Switch müssen gesetzt sein. Ja? Jo, dann habe ich das Propeller-Tool haben wir ja nun auch schon installiert in der letzten Folge. Und weiter geht's mit unserem Testprogramm. Ich habe hier einige Sachen schon vorbereitet. Das sind 1, 2, 7 Testprogramme, ja, die wir jetzt stückweise einfach mal ein bisschen näher angucken. Das sind zum Teil wirklich sehr, sehr einfache Beispiele. Muss also niemand irgendwie scheu haben. Im einfachsten blinken wir jetzt einfach mal mit dem ersten Beispiel mit unserer LED. Ja, den Anschluss habe ich jetzt hier nicht großartig aufgezeichnet. Hier an der Seite, hier bei meinem kleinen Space Invader, der sich freut, habe ich das Board versteckt. Ja, und hier sehen wir schon die Power-LED. Ich habe das jetzt schon angeschlossen mit unserem entsprechenden USB zu Serial-Wandler und er ist jetzt soweit betriebsbereit. Und ja. Gucken wir mal. Als erstes werden wir mal testen, da wir ja jetzt im Prinzip überhaupt erst einen Propeller angeschlossen haben, ob unser Propeller verfügbar ist. Ja. So, das machen wir aber gleich in Verbindung mit dem ersten Test. Unser Test 3.1 Blinky wird unser Blinkprogramm. Das habe ich hier nicht drin, weil das werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen gleich online hier eintippen. Ne? Ich lege mal eine neue Datei an. Start Blinky. Und das soll eine Spin-Datei sein. Hier vorne hat sich noch ein Zeichen reingeschlichen. Okay, so. Jetzt machen wir mit dem Doppelklick, sollte eigentlich unser Propeller-Tool starten, was es hier natürlich auch macht. Unser erstes Programm besteht natürlich nur aus einem Objekt. Deswegen schließe ich jetzt hier drüben diese Objektnavigation. Ja, die brauchen wir jetzt einfach mal nicht. Quelltext ist noch leer. Aber wir wollen ja erstmal schauen, ob unsere Entwicklungsumgebung unseren Propeller-Chip findet. Einfach um mal zu schauen, läuft denn die Hardware richtig? Und das finden wir hier im RAN-Menü. Da gibt es einen Menüpunkt Hardware identifizieren mit der entweder direkt mit dem Menüpunkt oder mit F7. Ich mache das jetzt mal. Und genau so muss es aussehen. Propeller-Chip 1. Propeller-Chip in der Version 1 hat er gefunden, an COM 4 sagt er. Ja. Ich zeige mal, wie es aussehen sollte, wenn es nicht klappt. Ich schalte hier einfach mal an meinem DIP-Switch ein Schalterchen falsch, drücke nochmal F7 und er sagt, bringt eine Fehlermeldung und sagt, kein Propeller-Chip gefunden am seriellen Port. Ja. Und hat jetzt COM 4 gescannt. Ja. Jetzt kann man als erstes mal überprüfen, ob die Einstellungen richtig sind. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich selber mal gucken, wo das hier ist. Ist auf so einem kleinen Bildschirm gar nicht so einfach. Option. Ich weiß gar nicht, wie das. Ach so, hier. Also, hier gut. Also, Edit. Und dann haben wir hier die Einstellung. Erreicht man auch mit Taste F5. Ja? Und dann haben wir mehrere Reiter. Einmal die Einstellung, was alle Fonts und ähnliches und Farben betrifft. Dann diverse Tabulatoren und ähnliches. Und hier gibt es auch einen Punkt Kommunikation. Und
Er steht hier auf the Yelport Search, also steht auf Auto, Auto. Ja? Wir könnten jetzt natürlich fest auf COM4 einstellen. Was kann man hier machen? Edit Ports, muss ich selber reingucken. Aha, hier kann man nochmal reinschauen, was sind da für Ports. Wenn ihr mehrere habt, könnte man, wenn es jetzt nicht klappt mit der Identifikation, könnte man hier versuchen, den Port, den Port hier fest einzustellen. Erfahrungsgemäß muss ich allerdings dazu sagen, ich habe auch auf Rechnern gearbeitet mit dem Entwicklungstool, wo mehrere serielle Schnittstellen drin sind. Er findet eigentlich recht zuverlässig ein Propeller-Chip, wenn der irgendwo dran hängt. Ja, da hat er eigentlich keine Probleme. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, glaube ich nicht, dass es an den Einstellungen hier liegt. Ja. Was ist zu tun, wenn es nicht geht? Ja, dann natürlich als erstes wieder Strom aus, keine Panik und nochmal alle Lötstellen prüfen, nochmal schauen, hat der Propeller-Chip Betriebsspannung, das sollte man mal messen, direkt am Sockel. Der Quarz ist gar nicht unbedingt wichtig. Ich kann mal zeigen, was man braucht, damit es funktionieren sollte. Es gibt hier im Hilfemenü alle Dokumentationen zum Propeller-Chip. Ja? Eine Quick-Referenz, ganz interessant, das Manual und verschiedene Datenblätter und so weiter und so fort. Quick Start Schematik. Ich muss mal suchen, wo das jetzt drin ist, was ich suche. Ich suche nämlich die Minimalbeschaltung. Nee, das ist es nicht. Die ist und zwar im Propeller-Datenblatt. Schauen wir mal rein. Einfach mal fürs Verständnis, weil das ist ganz interessant. Was braucht man, um so einen Propeller in die Gänge zu bringen? Das ist nämlich nicht sehr viel. So. Genau das habe ich gesucht hier. Na. Ach, jetzt blättert er hier weiter. So, das suche ich. Ich hoffe, man erkennt es richtig. Ja, ich muss mal ein bisschen ankippen noch hier. Das ist vielleicht besser, ja. Und meinen kleinen Freund hier etwas vorholen. Ja. Ja. Hier drüben. So, hier haben wir unseren Propeller-Chip. Ja, das ist unser Quarz. Unser Propeller-Chip hat zweimal Masseanschluss. Ja, einmal an Pin 9 und einmal an Pin 29. Das sollte man prüfen. Er hat zweimal einen Anschluss für 3,3 Volt für die Betriebsspannung. Einmal an Pin 12 und einmal an Pin 32. Ja, also die sind definitiv nötig. Das muss sein. Das hier ist dieser Prop-Plug, Propeller-Clip oder Propeller-Plug, Klapp, den ich nicht habe und den wir eigentlich in Form unseres Host-Interfaces, also unseres MAX232-Schaltkreises haben. Eigentlich haben wir ja diese Schaltung getestet, bis auf diese Reset-Mechanik, ja, die hier mit dranhängt. Schaltplanblatt 1, denkt mal dran, diese RC-Kombination mit dem Transistor. Hier an diesen Pins 40 und 39 haben wir an unserem Loopback-Test getestet, ob die Signale ankommen. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja? Das hier ist unser Flash, den wir auf dem Board haben. Und wir sehen hier an dieser gestrichelten Linie sowohl über dem Flash wie auch über dem Quarz, dass beides optional ist. Das steht nämlich drunter, optional. Also wir brauchen nicht unbedingt einen Quarz, dann arbeitet der Propeller-Chip mit seinem internen RC-Oszillator schwingt er, erzeugt einen eigenen Takt. Das macht er sowieso. Also beim Einschalten läuft der Propeller-Chip immer mit seinem RC-Oszillator. Und die Daten, die er überträgt, überträgt er mit diesem Takt des RC-Oszillators. Ja? Erst wenn das Programm, was er überträgt, läuft, schaltet er den Quarz zu. Ebenso mit dem Flash. Wenn wir ein Programm für die Identifikation mit F7 von dem Propeller-Chip, wird sowohl der Flash wie auch der Quarz nicht gebraucht. Ja, also dort kann eigentlich der Fehler nicht liegen. Ne?
Es kann also wirklich nur in der Betriebsspannung irgendwo was sein. Muss man messen, legt eine ordentliche Masse an. Sind die Jumper gesteckt für die drei Spannungen, also für 3,3 Volt Masse und für 5 Volt. Und dann ist natürlich nicht auszuschließen, dass was mit diesem DTR bzw. Reset-Logik dort nicht funktioniert. Ja. Also das sind die Stellen, wo man suchen kann. Ja. Man sieht also wirklich hier, es ist nicht viel nötig, dass mit F7 der Propellerchip erkannt wird. Ja. Ich mache es mal wieder zu. Das mal so als Tipp. Da kann man gar nicht weiter jetzt drauf eingehen, weil das sind eigentlich relativ, wie gesagt, der Propellerchip ist da wirklich sehr, sehr, sehr bescheiden von seinen Anforderungen. Ja. So, ich mache mal wieder unseren Dip-Switch rein. Und jetzt sollte er mit F7 wieder unseren Prop erkennen, was er auch tut. Ja? So, jetzt schreiben wir unser erstes Programm. Programme in Spin sind in Blöcken organisiert. Es gibt verschiedene Blöcke. Wir brauchen, ich fange mal gleich mit dem konstanten Block an. Jeder Block wird eingeleitet durch so einen Bezeichner, der ist immer dreistellig. Leitet einen konstanten Block ein. Ne? Ich schreibe jetzt mal alle Blockbezeichner hin. Wir haben dann noch den Blockbezeichner VAR für Variablen. Wir haben Blockbezeichner OBJ für Objektreferenzen. Wir haben Bezeichner PUB für Public, für eine Public-Methode, also eine öffentliche Methode. Ja, also diese Methode ist auch außerhalb von so einem Objekt, wenn wir jetzt ein Objekt schreiben und wir schreiben immer ein Objekt in Spin, selbst wenn wir wie hier nur mit einem Objekt arbeiten, ist das immer ein Objekt, halt das oberste Objekt. Ja? Und es gibt passend dazu noch eine private Methode. Diese kann man nur innerhalb des Objektes aufrufen. Die ist also außerhalb des Objektes nicht sichtbar. Ja? Das heißt, so, und dann gibt es noch ein Datenobjekt. Dort können selbst strukturierte Daten liegen, Bit-Byte-Felder und Tabellen, Assembler-Quelltexte, und man kann auf diese Daten dort mit symbolischen Marken dann zugreifen. Ja. Man kann dort auch eine Datei zum Beispiel einbinden, eine Textdatei. Kann man mit so einer File-Anweisung kann man die dort einbinden lassen, quasi wie so ein Include. Geht aber nur für so eine Daten, geht nicht für Quelltexte. Ja. So, wir brauchen jetzt, übrigens müssen sie am Anfang stehen, glaube, ne, so stand, naja, doch nicht, okay. Wir brauchen jetzt nicht so sehr viel, ich lösche das jetzt mal wieder alles weg, weil wir brauchen jetzt erstmal nur einen konstanten Block. Und als erstes brauchen wir zwei Konstanten, welche uns definieren, in welcher Art und Weise unser Quarzoszillator oder unser Oszillator betrieben wird. Die brauchen wir aber nicht unbedingt, gerade für unser Blink-Demo hier mit den LEDs. Aber ich schreibe sie jetzt schon mal mit dazu. Wir nehmen sie nachher mal testhalber, wenn ich dran denke, mal kommentieren wir die mal aus, um zu zeigen, dass es halt auch ohne den Quarz läuft. Ja? Das Timing ist bloß nicht stabil und bestimmte Dinge wie nachher irgendwelche Bildschirmroutinen oder sowas, die werden dann einfach nicht funktionieren. Ja. Geht nicht. Stimmt das Timing nicht. So, Underline Clock Mode, damit stellen wir ein, in welchem Modus überhaupt unser Oszillator läuft. Und da stellen wir ihn mal ein auf externen Quarz und diesen bitteschön vervielfältigen mit unserer PLL-Schleife, und zwar 16-fach. Die verschiedenen Clock-Modis, am besten so eine Sachen, ich kann hier nicht auf alles eingehen, auf alle Optionen, die man bei den einzelnen Sachen hat, die im Handbuch einfach mal nachschlagen. Im Hive, da wir an allen Propeller-Chips immer unseren Quarz dran haben,
und immer mit derselben Frequenz arbeiten, also den Quarz mit der gleichen Frequenz haben, ist immer eigentlich dieser Clock-Modus nur gefordert. Einen anderen braucht man hier nicht. Wird interessant, wenn man selbst mit dem Predator-Chip irgendwelche anderen Projekte mal aufbaut und dort ja, weil vielleicht einen anderen Quarz drin hat oder was, ja. So, und dann müssen wir eben noch sagen, was hat denn unser Quarz für eine Frequenz? Also die Schwingfrequenz von unserem Quarz ist ja das frequenzbestimmte Bauteil in dem Oszillator. Und unser Quarz, wissen wir ja, 5 MHz wird ver-16-facht. Und damit kommen wir auf 80 MHz Taktfrequenz. So, 5 und 5 Millionen geben wir ein. Man kann hier dieses Underline als Trenner mit reinnehmen. Man könnte das auch weglassen. Ginge auch, liest sich aber bei so großen Zahlen besser. Gerade wenn wir dann nachher, das werden wir noch sehen, dann 32-Bit-Werte in binärer Schreibweise dann eingeben, vielleicht mal, um was zu testen, ist das doch relativ schön, wenn man so einen Trenner da drin hat. Ne? So, und wir bräuchten eventuell noch, ach, das machen wir nachher. Gut, wir brauchen in einem Objekt mindestens ein Objekt und in diesem Objekt mindestens eine Public-Methode. Ja. Und die erste Public-Methode, wenn wir nur ein Objekt haben, wird die erste Public-Methode, die Spin findet, beziehungsweise der Propeller-Chip nachher, die wird gestartet. Ja. Man könnte die jetzt auch, was weiß ich, wer C-Programmierer ist, könnte die Main nennen, aber das führt eventuell zu Verwechslungen, weil die Main-Routine kann ja irgendwo im Quelltext stehen. Ja, in Spin wird dann mal die erste Public-Methode genommen. Ja. Also dran denken. Blinky, ich nenne es einfach mal Blinky. Okay. So, was wollen wir machen? Wir wollen mit unserer Leuchtdiode, die wir angeschlossen haben, halt diese Leuchtdiode ein- und ausschalten. Dazu müssen wir überhaupt erstmal diesen Port, den wir dort haben, als Ausgang definieren, denn nach dem Einschalten von dem Propeller-Chip sind alle Ports auf Eingabe geschalten, ja, einfach aus Sicherheitsgründen, weil man ja noch nicht weiß, was liegt dort an. Ja. So, das kann man mit dem Befehl DRA, kann man das Richtungsregister für dieses I.O.-Register einstellen. Ja. DRA und wir wollen wo hängt unsere LED dran? Die hängt an Port 24. Wer sich erinnert, in der ersten Folge hatte ich diesen Sticker und dieses Inlay und die Übersicht, dort mal schauen, dort findet man das, an Port 24 hängt unsere Signal-LED an jedem Propeller-Chip. Ja, also wir wollen von Port 24 die Richtung einstellen und wenn wir sie auf das Bit 24 auf 1 setzen, dann ist das ein Ausgang. Ist es auf 0, ist es ein Eingang. Ja? Machen wir einfach mal. Ich zeige nachher noch ein paar Variationen zu dem Richtungsregister und zu diesem Befehl, mit welchem man dieses Richtungsregister einstellen kann. Ja? So, im Übrigen wird dieser Code nachher gestartet in unserer ersten COG. Quasi in COG 0. Ja? Die anderen COGs schlafen dann noch. Ja? Unseren COG 0 kommt quasi die Ehre zu, den Boot-Prozess einzuleiten. Also wir könnten jetzt aus dieser COG heraus weitere COGs starten. Brauchen wir jetzt nicht, weil ein 32-Bit RISC-Prozessor reicht uns eigentlich aus, um mit einer LED zu blinken. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen hier mal einen Repeat rein. Das ist eine Endlosschleife ohne Inhalt in dem Falle.
Und wir schieben das jetzt einfach mal mit F10 rüber in unsere Probe. Ach so, wir gucken erstmal mit F8 rein, was er hier macht beim Kompilieren. Und zwar heißt das View Info F8. Ich mache es mal, damit man das hier mal ein bisschen genauer sich anschauen kann. Hier oben haben wir, hier in dieser Navigation, ich glaube, mit dem Bleistift sieht man es besser, sehen wir, welche Objekte eingebunden sind. Momentan haben wir halt bloß unser oberstes Objekt und keine untergeordneten referenzierten Objekte. Ja? Deswegen steht hier einfach nicht. Nachher haben wir Beispiele, da kommt hier noch ein Objekt hinzu. Ja? Das wird nachher noch deutlich komplexer. Also nicht in dieser Folge, aber nachher im Hive, wenn wir dann mehrere Cogs verwenden. Ne? So, und hier sehen wir den Speicher. Ja? Von Speicherzelle 10 Hexa bis 7 FFF. Warum 10? Weil in der Speicherzelle von 0 bis 0F sind Initialisierungswerte. Dort stehen eigentlich Werte, die diesen Clock-Modus angeben. Ja, die stehen hier drinnen. Da können wir auch nicht zugreifen. Ja. Und das ist unser gesamter Rahmen, den wir zur Verfügung haben. Und dort wird in diesem, momentan ist er halt blau. Ja. Warum? Weil unser Programm, was wir jetzt geschrieben haben, ist nur 4 Longs groß. Das sieht man hier vorne nicht, den roten Streifen. Der ist einfach zu kurz, klein. Ja. Gelb wären dann Variablen und blau ist entweder Stack oder frei. Ja. Und hier oben sehen wir aber unsere 4 Longs. Ja. Hier in dieser Hex-Anzeige, die wir hier drüben haben. Das sind unsere 32 Kilobyte RAM. Ja, also wenn ich hier bis unten scrolle, kommen wir hier bis 7FFF hier hinten. Ja. So, 4 Longs sind, immer 4 Byte. Ja, da haben wir 1, 2, 3, 4 Longs. Ja, das ist unser Programm hier quasi. Passiert ja nicht viel. Ja. Was haben wir hier noch? Wir können hier unsere Übersicht, unser Infofenster schließen. Wir können hier diesen Hexateil ausblenden. Wir können dieses Programm jetzt in den RAM speichern. Das machen wir auch nachher über eine andere Taste. Hier können wir das in den EEPROM speichern. Hier könnten wir dieses Programm als Datei auf unserer Festplatte speichern. Ja, das mal brauchen wir nachher, wenn wir für den Hive selber Programme schreiben. Wenn wir dann fertig sind mit dem Testen und das Programm funktioniert hundertprozentig, können wir das hier abspeichern, auf SD-Card in den Hive stecken und von dort starten. Ja, und hier kann man ein EEPROM-File saven, brauchen wir jetzt nicht. Ja? Ich mache das mal wieder zu. In dem Moment, wo wir das einmal aufgerufen haben mit F8 oder aktualisiert haben mit F9, sehen wir hier unten in der Statuszeile auch mehr. Er sagt uns nämlich hier, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, das ist sehr klein, ich kriege die Schrift hier unten aber auch nicht größer, dass die Public-Methode Blinky 8 Bytes lang ist. Ja. So, und jetzt können wir so rüberschieben in unserem, Propeller-Chip. Das geht mit Load RAM. Ja, wir können sie dann nachher später auch in EEPROM speichern. Mit F10 können wir sie aber in RAM schieben und dann wird sie dort gestartet. Ich mache das mal und wie erwartet passiert natürlich nichts, weil wir haben jetzt nur eins gemacht. Wir haben unser LED-Ausgang, nämlich Port 24, auf Ausgabe schalten. So, und jetzt wollen wir dort einfach mal eine Ausgabe tätigen. Dafür gibt es einen Ausgabebefehl, out A. A hatten wir ja schon gesprochen, es gab eine A- und B-Version für ein zweites 32-Bit-IO-Register, also eine 64-Bit-Version von dem Propeller-Chip. Ist das schon vorgesehen, aber der Chip kam halt nie raus. Ne? Out A. Und da wollen wir an Bit 24 einen Wert ausgeben, und zwar wollen wir den mal 1 setzen. So, jetzt schiebe ich mal wieder rüber mit F10 und siehe da, unser LED geht an. Wunderbar. Ja? Also unsere Operation hat erstmal geklappt. Ja? Jetzt wollen wir natürlich blinken. Ja? Was passiert, wenn wir hier unser Repeat wegnehmen? Ich schiebe es mal rüber.
Das sollte man nämlich bei solchen Experimenten nicht vergessen. Wir sehen, dass unser LED jetzt aus ist. Warum ist es aus? Dieses Programm wird abgearbeitet. Er stellt das Ausgaberegister, also unseren Port auf Ausgabe, gibt dort eine 1 aus und dann ist diese Methode aber beendet und diese COG geht schlafen. Und damit wird wieder alles auf Eingabe geschalten. Ja? Wenn wir mit dem Oszilloskop jetzt gucken würden, würde unser LED dort ein ganz kurzer Impuls kommen, den sehen wir aber nicht. Und indem wir dort eine Endlosschleife machen mit Repeat, haben wir ihm natürlich dazu verurteilt, dort in der Endlosschleife zu verharren und nicht einzuschlafen. So, wir wollen aber jetzt blinken. Also machen wir jetzt Folgendes. Wir machen hier oben unsere Schleife hin und müssen jetzt unseren Befehl einrücken. Spin arbeitet in dem Falle nicht mit geschweiften Klammern, als um Funktionsblöcke dort zu markieren. Man macht das wirklich mit Einrückungen. Aber ich finde, mit diesem Balken ist das in dem Propeller-Tool eigentlich sehr schön gestaltet. Man sieht sofort, was zu einer Schleife gehört und was woanders mit hin. Ja. So, jetzt wollen wir natürlich blinken. Das heißt, wir brauchen noch einen zweiten Befehl. Out A. Auch wieder auf unser Port 24 und da geben wir wieder eine 0 aus. Und das schiebe ich jetzt einfach mal rüber und er blinkt jetzt, aber er blinkt ganz schnell. Ja. Dürften so, ich glaube, 40 Kilohertz sein, mit denen er blinkt. Ja. Also wir müssen jetzt noch irgendwelche eine Art Pausebefehl einbauen. Ja. Und sowas gibt es fertig im Spin. Und zwar gibt es dort entsprechende Wartebefehle. Werden alle mit Wait eingeleitet und dann einem entsprechenden Ereignis, auf welche die COG warten soll. Ja. Es gibt dort zum Beispiel Möglichkeit, auf einen bestimmten Wert an einem Eingabeport zu warten oder auf eine bestimmte Kombination, Bit-Kombination an einem Eingangsport und so weiter und so fort. Dann des Weiteren noch die Möglichkeit, auf die Videologik zu warten, ja, dass er eine Zeile oder ein Pixel ausgegeben hat. Und es gibt die Möglichkeit, auf einen bestimmten Zählerwert zu warten. Wir erinnern uns, jede COG hat 2 Timer. Und es gibt noch einen kompletten Timer fürs gesamte System, welcher allen COGs zugänglich ist. Ja? Und wenn wir jetzt schreiben, in Klammern, warte auf den Zählerstand 0, dann würde er jetzt warten, bis dieser 32-Bit-Zähler einen Nulldurchgang hat. Ja? Wenn wir das jetzt zweimal machen, dann würde er jetzt auch wirklich zweimal nur einschalten, die LED. Ich schiebe es einfach mal rüber, weil es dauert nämlich relativ lange. Und dann würde er warten an dieser Stelle, bis der 32-Bit-Zähler einen Nulldurchgang hat, ja, also einmal rum ist, dann schaltet er die LED wieder aus. Das hat er jetzt gemacht. Ja. Zufälligerweise, wir haben ja jetzt mittendrin zugeschaltet bei dem Zähler. Also ein Umlauf dauert ganz schön lange. Ich habe es nicht gemessen, das sind eine Minute oder so. Keine Ahnung, müsste man mal ausrechnen. Ja. Ist natürlich blöd, weil zum Blinken wäre es jetzt schön, wenn wir da jetzt einfach mal eine Sekunde warten könnten oder sowas. Und das können wir natürlich auch, indem wir hier einfach als Parameter angeben, warte auf den Zählerstand, Count holt uns den aktuellen Zählerstand von unserem Zähler, plus, und dann gibt es eine Funktion, die heißt Clock Frec. Und zwar gibt diese Funktion die Anzahl der Schwingungen zurück für eine Sekunde. Also die Frequenz eigentlich. Ja? Jetzt ist LED hier wieder angegangen. Ja? So lange braucht es. Das heißt, Clockfrec gibt uns in unserem Falle 5 Millionen wieder. 80 Millionen. Ja? Entschuldigung, weil unser Oszillator läuft ja mit 80 Megahertz. Ja? Und das sind die Anzahl Ticks, die der Zähler braucht für eine Sekunde.
Ja? Und das tragen wir jetzt bei beiden Zählern, Wartebefehlen hier einfach ein. So, das schiebe ich jetzt mal rüber. Und wir sehen, er blinkt im Sekundentakt. Ja? So, damit hätten wir Blinky schon fertig. Aber wir wollen ja noch ein bisschen rumspielen und ein bisschen gucken, wie das hier mit den Befehlen läuft. Wie gesagt, ich kann nicht alles zeigen. Da ist ein bisschen Improvisation gefordert und ein bisschen Spielerei. Ne? Ich werde hier oben mal auskommentieren mit dem Hochkomma unsere beiden Konstanten für die Takterzeugung. Und schiebe das jetzt nochmal erneut rüber. Und man sieht, er blinkt immer noch. Er läuft jetzt nicht auf Quarzfrequenz. Ja, das heißt, er ist auch nicht so genau. Ja, das merkt man, wenn man dieses kleine Programmchen mal später in alle drei Propellerchips lädt. Das ist mir nämlich mal passiert. Ja, ich habe es nämlich einfach vergessen, das hier hinzuschreiben. Habe das in alle drei Propellerchips geflasht. Dann sieht man, wie die Blinkfrequenz langsam auseinanderläuft, weil die nicht exakt ist. Ja, während wenn man bei allen dreien diese Konstante wieder reinnimmt und die auf Quarzfrequenz laufen, weichen die nicht voneinander ab. Also zumindest optisch ist da nichts zu unterscheiden. Ja? Ja, nimmt man es raus, sieht man dann wirklich irgendwann einen Unterschied. So, wir können jetzt uns noch das Leben ein bisschen vereinfachen, indem wir sagen, gut, wir wollen jetzt, wenn wir irgendwelche Programme schreiben, natürlich nicht immer wissen, welches Port was macht. Und dafür sind ja genau unsere Konstanten dann da. Wir machen uns eine Konstante LED und definieren die mit 24, was unser Port ist, an welchem die LED hängt, ja, die Leuchtdiode. Oder können wir diese Konstante hier fröhlich überall verwenden. Und das macht sich natürlich, ist wesentlich schöner lesbar. Ja, ich schiebe das nochmal neu rüber und wunderbar, es funktioniert. Ja. Gleich mal eine Konstante verwende. Dieser Befehl, die OutA und der Richtungs Direction Befehl, ist relativ mächtig. Ja, man könnte hier zum Beispiel auch so eine Sachen schreiben. Man könnte zum Beispiel den Wert, wir haben es jetzt hier begrenzt auf unser Port 24. Man könnte das sofort alle Ports auch setzen. Ja, ich kommentiere das mal aus. Man könnte also statt dem Konstrukt, was wir oben stehen haben, auch schreiben, DIA gleich und jetzt ein 32-Bit Binärwert definieren. Ja, mit zweimal oder einmal Prozentzeichen und dann 32001. Ja. Da muss ich jetzt mal mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn wir das jetzt so rüberschieben, blinkt unsere LED natürlich nicht mehr. Ich mache das mal, weil es ist alles 0. Alle Bits sind auf Eingabe. Ja? So, und wir brauchen unser Bit 24. Das wäre dann 0 und das 31, 30... 27, 26, 24, das ist unser Bit 24. Das setzen wir mal auf 1, schieben es wieder rüber und unser LED blinkt wieder. Ja, also so kann man es auch schreiben. Ja, das ist möglich. An manchen Stellen, es sieht zwar umständlich aus, an manchen Stellen ist es aber sinnvoller, wenn man komplexe Belegungen hat an den Ports. Ja? Ja. Es geht aber noch mehr. Man kann jetzt auch noch sowas schreiben. Man kann zum Beispiel sowas schreiben, wenn wir jetzt, wir haben ja an Port 0 bis 7 unseren Datenbus. Wenn wir schreiben DIA A, (coughs) 7 bis 0 gleich 1. Ja, setzen wir den Datenbus an diesem Propellerchip auf Ausgabe. Dieses Konstrukt Ziffer, Punkt, Punkt, Ziffer gibt eine Folge an, wobei man auch schreiben kann 0, Punkt, Punkt, 7, geht auch. Ja. Und so gehen da so diverse syntaktische Konstrukte, sodass man recht komfortabel eigentlich mit den Ports dort jonglieren kann.
Ja? So, was gibt es noch? Man könnte sich das Leben noch weiter vereinfachen. Man könnte, es gibt, statt 0 und 1 könnte man noch Tilde und Doppeltilde setzen. Ja? Tilde löscht. Ich muss erst mal suchen auf der Tastatur. Nö. Da ist es. Die Tilde löscht unser Port, ein Bit, ja, und eine Doppeltilde setzt auf 1. Ich schiebe es mal rüber, funktioniert genauso. Ja, blinkt ebenfalls wieder unsere LED. Ja. Aber ich finde es eigentlich in so einem Falle, ehrlich gesagt, schöner, wenn man es schreibt. Es ist einfach sofort sichtbar, was dort passiert. Mit der Tilde, das ist dann wieder so ein Konstrukt, was nicht jeder gleich wieder so erkennen kann. Ja. So, ich glaube, jetzt fällt mir auch nichts mehr dazu ein. Man könnte hier noch ein paar Kommentare dazu schreiben. Ja. Kommentarfunktion mit Hochkomma. Upbeat LED ist an Port 24. So, und hier. LED Port auf Ausgabe schalten. Und hier LED on, LED off. Eine Sekunde warten. So, und so speichern wir das jetzt einfach mal ab. Dann haben wir ein schönes kleines Testprogramm. Könnt ihr selber dann damit experimentieren. Ne? Okay, gehen wir mal zum nächsten Demo. Wie heißt das? Test 2 ist das Schizo Blinky. Mir ist da wirklich nichts Dümmeres eingefallen. Das ist so quasi so ein schizophrener Blinker. Warum schizophren? Weil wir jetzt mit zwei Cocks blinken. Und was bringt uns das? Ich habe es vielleicht schon erwähnt, ich weiß es gar nicht, dass es können ja alle Cocks auf dieses 32-Bit-IO-Register zugreifen. Wobei die Zugriffe verordert sind miteinander. Ja, also sobald eine Cock irgendwo an dem Port ein 1 ausgibt, dann ist da auch ein 1. Egal, ob die andere Cock dort eine 0 hinsetzt. Ja, auch wenn beide eine 1 hinsetzen, dann ist es auch 1. Ja. So, und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe hier erstmal, ja, was haben wir? Wir haben erstmal wieder unsere Konstantendefinition für unseren Oszillator. Wir haben hier unsere LED-Definition als Konstante. Dann haben wir hier 8 Longs, die sind als Variable angeordnet. Und zwar ist das ein Stack, den brauchen wir nachher noch. Werden wir sehen, wozu. Machen wir jetzt einfach mal so. Und dann haben wir unsere Main-Methode. Hier habe ich es jetzt wirklich mal so genannt, wie ich es eigentlich nicht nennen wollte. Ja. Und dann haben wir hier einen neuen Befehl, der nennt sich cock new. Ja, was macht er? Sagt der Name schon. Dieser Befehl startet. So, da war kurz der Akku weg. Aber nach Akkuwechsel geht es gleich wieder weiter. Ja, cock new. Cock new startet eine neue cock. Ja, also diese Methode wird ja in cock 0 gestartet, und wenn wir cock new aufrufen, wird die nächste freie cock gesucht, und in dieser cock wird eine Methode gestartet, in dem Falle die Methode blink. Wir sehen hier unten eine private Methode blink, ja, mit einem Parameter Rate, nämlich die Blinkrate. Da habe ich die Frequenz definiert oder parametrisiert damit, ja, und damit diese Cock
sauber arbeitet, oder das ist ja eine Spin-Methode, die aufgerufen wird, hier, ne, diese private Methode Blink. Das heißt, in dieser COG, in dieser neuen COG, wird der Spin-Interpreter gestartet, welcher diese Routine, diese Methode dann ausführt. Und dieser Spin-Interpreter braucht halt einfach einen Stack. Und das sind unsere 8 Longs. Ja. 8 Longs reichen jetzt in dem Fall locker zu. Ja. So, wir starten also unser Blink-Programm in der nächsten COG. Das wird dann mit Sicherheit COG 1 sein, weil ja noch nichts weiter läuft hier auf dem Propeller-Chip. Wir gucken, was wir da machen. Das erkennen wir eigentlich wieder. Das ist nämlich genau dasselbe, was wir eigentlich im letzten Programm hatten, außer dass wir hier einen Parameter übergeben, Rate. Und Rate addieren wir zu, das ersetzt eigentlich unser Clock-Frequenz, ja, was wir im letzten Programm verwendet haben. Und das übergeben wir auch hier. Unsere COG wird also mit Blink und Clock-Frequenz als Parameter übergeben. Das heißt, diese COG blinkt mit einer Sekunde Zykluszeit. Und dann wartet unser COG 0 hier 3 Sekunden. Ja, das ist einfach eine kurze Warteschleife für 3 Sekunden. Und startet selber, führt selber den Blink aus mit der Clock-Frequenz durch 15. Also mit der 15-fachen Geschwindigkeit, ja, blinkt dann unsere COG 0. Das heißt, unsere COG 1, die wir hier starten, blinkt dann im Sekundenrhythmus, und unsere COG 0 blinkt selber dann in einem Zyklus von einer 15. Sekunde. Ja? Ich schiebe das jetzt einfach mal rüber. Ja, ich glaube, das sieht man eigentlich besser, wenn wir es rüberschieben. So, da sehen wir diese Veroderung. Ja? Also wenn die LED angeht und die zweite COG blinkt dann mit der 15-fachen Rate, dann haben wir hier so ein schnelles Blinken. Ja? Das ist halt so ein bisschen schizophren. Ja, kleine Spielerei, einfach um mal zu gucken, wie kann man hier eine zweite COG starten. Wir können ja jetzt noch nicht viel machen. Wir haben ja nur ein LED dran. Das ist schon so ein bisschen arm. So, das wäre so das zweite kleine Demo. Rumspielen, gucken. Guckt euch die Befehle an, einfach im Handbuch. Da sind auch noch viele Beispiele mit dabei. Da kann man also so ein bisschen sich ein bisschen durchschnorcheln. Ne? Okay, das soll es jetzt hierzu gewesen sein. Was haben wir als nächstes Testprogrammchen? Wir haben Hallo. Hallo ist ein Hallo-Welt. Programm. Ich hatte ja angedeutet, dass wir vielleicht in dieser Folge auch mal mit gucken, ob wir mit diesem Debug-Terminal ein bisschen was arbeiten, weil das halt auch wirklich eine praktische Geschichte ist. Ne? So, was haben wir hier? Gucken wir einfach mal durch. Wir haben hier nur mal im kurzen Überflug, und dann können wir noch mal genauer hingucken. Wir haben hier erstmal blinken wir offensichtlich wieder mit unserer LED, weil wir haben hier Dir und Out Befehle und so weiter und so fort. Wir haben hier aber was Neues. Wir haben eine Variable, Counter, also irgendeinen Zähler. Und dann haben wir in unserer Objektreferenz ein Objekt mit eingebunden. Und zwar unser Debug-Terminal. Ja, das binden wir hier einfach ein, und das kriegt die Referenz PST. Ja, und Routinen aus diesem Objekt, das gucken wir uns nachher noch an, können wir mit PST Punkt und dann dem Namen der öffentlichen Methode, Public Methode, können wir hier dann aufrufen. Was machen wir hier? Wir starten unser Terminal mit einer Baudrate 115 Kilobaud. Wir geben hier einen Dezimalwert aus, und zwar unseren Counter, den wir gleichzeitig mit +++ um 1 erhöhen. Wir geben einen String aus, Hallo Welt, und wir geben ein Newline aus, also ein Zeilenwechsel. Ne? Das heißt, in jeder Zeile müsste eigentlich ein Zähler erscheinen, dann ein Doppelpunkt, Hallo Welt, und dann müsste es in der nächsten Zeile weitergehen. Dann warten wir eine Sekunde, und im selben Rhythmus blinken wir mit unserer LED. Hier schreiben wir aber nicht Out A gleich 0 oder 1, sondern wir schreiben vor dem Out A ein Ausrufezeichen, das negiert das Port. Ja, in dem Falle halt bloß unser Bit-LED. Ich schiebe es jetzt einfach mal rüber, weil das erklärt sich eigentlich dann von selber.
F10, rüberschieben, macht's auch. Und jetzt müssen wir mit F12 unser Terminal starten. Ja, wir sehen das ja hier ran und PST starten F12. Ich mache es mal von Hand hier noch. Und da haben wir es. 12, hallo Welt, blibbert so vor sich hin. Ja, und gleichzeitig ebenfalls unsere LED, die blinkt. Ja, schöne Sache. Ja, so kann man also jetzt schon kleinere Sachen oder so Testmarken mal ausgeben oder irgendwelche Werte aus dem Programm. Ja, ist sehr, sehr, sehr praktisch. Wie funktioniert das jetzt mit diesem Objekt? Wir gucken mit F8 einfach mal erstmal in unser Infofenster und da sehen wir, dass wir neben unserem Hauptobjekt Start Hallo jetzt noch unser PST hier drin haben. Unser Debug-Terminal. Ne? Unser Hauptprogramm ist jetzt in dem Falle 290 Longs groß. Ja? Und man sieht jetzt hier vorne auch schon einen roten Balken und einen gelben Balken für die Variablen. Ja? Und hier drüben im Hexerbereich sieht man jetzt schon einen Haufen Unkraut. Ja? So, und man kann hier auch schon reingucken in das PST. Ja, da sieht man, dass dieses Debug-Terminal, jetzt habe ich hier gerade einen Mauspfeil drüber, ist 262 Longs groß. Ja, also nicht so sehr viel. Ja. Ja. Und insgesamt haben wir jetzt noch 7842 Longs frei. Ja, das sehen wir hier, das ist das, was wir hier sehen. Und in unserer Objektnavigation, jetzt versuche ich das mal wieder groß zu ziehen, sehen wir hier auch, dass hier ein Objekt eingebunden ist. Ja, hier oben. Er sagt uns so, ja, wenn man hier einen Pfeil draufhält, was ist das für ein Objekt und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, reicht ein Malklick, öffnet er in einem zweiten Tab das Terminal oder das Objekt, was ich angeklickt habe. Ja. So. Und jetzt kann man hier natürlich nachgucken. Es gibt hier einen ziemlich praktischen Übersichtsmodus, wenn man sich das jetzt erstmal eine Übersicht verschaffen möchte. Hier oben gibt es was macht das? Das macht nur so eine Kurzversion irgendwie, ja, ohne Kommentare. Und der dritte Punkt hier oben gibt so eine Übersichtsmodus. Dort zeigt er nur den Header an. Ja, also hier, wir sehen, hier ist ein Con-Block, hier ist ein Con-Block, hier ist ein Variablen-Block, hier sind unsere Public-Routinen und zwar eine Start und eine Stop. Ja, und entsprechende Zeichenausgabe-Routinen und so weiter und so fort. Ja, und die meisten Objekte, die es schon so fertig gibt, wie dieses Debug-Terminal, haben in jedem Fall erstmal eine Start- und eine Stop-Routine. Ja? Die Start-Routine initialisiert das Objekt und bindet eventuell nötige Ressourcen. In unserem Fall werden wir sehen, startet dieses Objekt eine weitere COG, in welcher eine serielle Schnittstelle läuft, über die wir kommunizieren mit unserem Terminal. Ja? Und Stop, die Methode Stop, gibt halt diese Ressourcen dann wieder frei und beendet diese COG. Ja. So, und dann haben wir hier noch eine ganze Menge an Methoden. Char zum Beispiel zum Ausgabe eines Zeichens oder Chars, dasselbe Zeichen mehrmals. Char in, da kann man Eingaben machen. Eine String-Ausgabe, String-Eingabe und Dezimal-Ausgabe, Binär-Ausgabe und jeweils entsprechende Eingabemethode dafür. Hexa und so weiter und so fort. Man kann hier den Cursor an bestimmte Positionen setzen. Man kann New Line und Line Feed und Move und was weiß ich nicht noch alles. Ach, biepen kann man auch. Das ist ja ein Ding. Man kann biepen. Das probieren wir gleich mal aus. Wusste ich gar nicht. Das machen wir mal nach unserem New Line. Einfach rein, ein PST. Beep. Das will ich jetzt mal hören. F10 rüberschieben und F12 unser Terminal aufrufen. Ah, das ist aber kein richtiges Beep, das ist mehr so ein Bling. Ah, das ist hier im Windows so eingestellt, ja. Also, gut, das nervt, das nehmen wir mal raus. War nur ein Test. Ich habe es jetzt gerade gesehen, dass das drin ist. Okay,
Damit dürfte auch klar sein, kann man hier mit rumspielen, wie das funktioniert. Und hier kann man jetzt auch mal mit mehreren Cogs hantieren. Hier sehen wir zum Beispiel auch jetzt das Starten. Ne? Also unsere Startmethode in unserem Debug-Terminal ruft eine weitere Methode auf, StartRxTx. Die definiert nämlich noch, an welchen Pins unsere Seele Schnittstelle ist und in welchem Modus das läuft, mit Invers und was weiß ich nicht noch alles. Ja? Und dort in dieser Routine, die ist nämlich hier StartRxTx, findet man den Befehl Cog New. Ja. Und ein Eingangspunkt und ein Parameter, den wir übergeben. Ja. Und diesen Eingangspunkt, wenn wir jetzt wieder in den Übersichtsmodus gehen hier, den finden wir nämlich hier im DAT-Bereich. Im DAT-Bereich hinten ist nämlich der Assembler-Quelltext für den Maschinencode für diese serielle Schnittstelle. Ja, hier ist dieser Eintrittspunkt, Entry, ja, und das ist unser Programm, was die serielle Schnittstelle realisiert. Ja. So funktioniert das. Muss man nicht wissen, ja, also bei den fertigen Objekten bewegt man sich eigentlich in der Regel nur in diesen Spin-Routinen. Das ist auch sehr schön und einsteigerfreundlich gemacht. Man muss halt noch wissen, dass eine Cog gebunden wird, weil irgendwie muss man ja mit den Cogs planen. Man hat ja nur 8 Stück davon. Ja, und der Rest ist eigentlich immer ganz komfortabel hier am Anfang erklärt, welche Ressourcen belegt sind, und dann kann man damit arbeiten. Ne? So, gut, das speichern wir ab. Das ist okay so. Das mal zur Arbeit mit dem Debug-Terminal. Ja? Gucken wir mal, was haben wir noch Schönes an Demos. Wir haben ein Loopback, arbeitet auch mit dem Terminal. Programm, und zwar das, was wir mit unserem Loopback-Stecker per Hardware gemacht haben, dass wir unser Eingangssignal gleich wieder auf das Ausgangssignal gegeben haben, machen wir hier jetzt per Software. Ja, also wir starten wieder unser Debug-Terminal, haben dort eine Endlosschleife und holen mit PST char in ein Zeichen von diesem von der Eingabezeile von unserem Debug-Terminal und geben das gleich wieder aus. Ich starte es mal, sehen wir, wie es geht. F10 rüberschieben und F12 starten. Und wenn ich jetzt hier oben was eingebe, erscheint das unten gleich auf dem Bildschirm. Ja. Ja. Ist nichts Wildes, das ist eigentlich eine ziemlich primitive, einfache Sache, ja, die jetzt, wie ich gerade sehe, auch mein Windows zum Abstürzen bringt. Wahrscheinlich, weil ich den Finger hier auf die Taste gehalten habe und dann gab es eine Tastatur. Repeat. So, schließ das Programm bitte mal. Du brauchst da keinen Bericht an Microsoft senden, das geht dir überhaupt nichts an. So, okay. Ich glaube, braucht man auch nichts weiter zu sagen. Ne? Ist der Software-Pedant zu unserem Loopback-Stecker. So, was haben wir noch? Hier haben wir noch was SOS, ein kleines SOS-Programmchen. Ja, was wird dieses SOS-Programmchen wohl machen? Ist was zum Spielen. Ich schiebe es jetzt einfach mal mit F10 rüber. Und wie wir sehen, blinkt, sendet unsere LED nun ein SOS-Signal in die Welt hinaus. Ganz einfach gemacht, ja. Dreimal sendet es einen Punkt, dreimal einen Strich. Das sind hier unten dann entsprechende private Methoden. Strich macht dann hier die entsprechende Blinkfrequenz und Punkt. Ja, eigentlich nichts weiter. Ich wollte eigentlich so einen Morse-Code-Generator programmieren, hat aber irgendwie die Lust verloren und auch nicht genug Zeit gehabt, dass man im Debug-Terminal einfach was eingibt. Und das wird dann per LED dann in Morse-Code rausgesendet. Also wer Lust hat, kann ja sowas mal programmieren und mir zusenden. Dann packe ich es hier mit bei. Wäre noch ein schönes Demo eigentlich. Ja, jo, das ist doch schon eine sehr praktische Sache. Ja, eines der wichtigsten Programme, die man irgendwie lernen muss, wenn man dann mal irgendwie aus Versehen irgendwo auf einer Insel strandet, zufälligerweise ein Netbook mit hat und ein Propellerchip
paar Akkus oder Solarzellen und ein paar LEDs, dann kann man sich so eine Art Notrufboje bauen. Also man sieht, es ist so richtig was fürs praktische Leben. Deswegen flacke ich das Programm gleich wieder raus. Ist was zum Rumspielen. Ja, also wenn man so Lust hat auf so einen Morsecode-Generator, kann sich mal dran verbrauchen und mir das einfach mal zusenden und bekommt einen Ehrenplatz im Hive-Olymp oder sowas ähnliches. So, und dann hatte ich noch mal rumgefragt im Forum, was man denn noch so machen könnte, und da hat mich der Micha auf die Idee gebracht, mal noch was mit dieser Pulsweitenmodulation zu machen. Worum geht's? Wir haben jetzt hier auch schon ein Startprogramm und ein Subprogramm. Vielleicht gleich mal zur Erklärung. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so, man das so sieht. Wenn zu so einem Testprogramm mehrere Dateien gehören, heißt das oberste Programm, was man dann halt startet, hat ein Präfix Start. Ja? Und alle Objekte, die man irgendwie benötigt, heißen dann, sind einleitend mit Sub. Hier in dem Falle LED Engine. Das, ich lade es jetzt einfach mal. Die meisten haben es wahrscheinlich schon gesehen, was weiß ich, hier bei diesen Apple Notebooks oder beim iPad ist es wahrscheinlich auch so. Wenn die so in diesem Schlafmodus sind, dann blinkt ja auch dieses Apfelsymbol in dem Notebook-Deckel. Aber das geht nicht einfach so wie unsere LED hier einfach nur an und aus. Nee, das geht ganz, ganz langsam aus und wieder ganz langsam an. Also das wird quasi gedimmt, ja, mit so einem pulsbreiten modulierten Signal. Will ich jetzt im Detail jetzt nicht drauf eingehen. Ich gucke mal, ob ich da ein schönes Video noch finde, ob man da mit Pulsbreitenmodulation was findet, was sehen kann und was das ein bisschen erklärt. Genau das macht unser kleines Programmchen hier. Ja, es bindet ein Objekt hier ein. Ich muss das mal aktualisieren. Ich habe das ja gerade geladen, diesen Quelltext hier. Und hier ist ja auch ein Objekt eingebunden. PWM LED. Das erscheint hier aber noch nicht in der Objektnavigation. Wenn man jetzt F9 drückt zum Aktualisieren, ja, dann erscheint es hier. Ja, also das nur mal so als Hinweis. Wenn man da reinschaut, dann ist das ein kleines Programmchen von dem Programmierer, dessen Namen ich hier überhaupt nicht lesen kann, aber der mir eigentlich sehr bekannt ist. Der hat nämlich auch diese FAT-Engine geschrieben, den Code, den wir an eigentlich zentraler Stelle hier im Hive einsetzen, um FAT 1632 zu nutzen. Und die Wave-Engine, die habe ich auch mit eingebunden. Ja. Also er schreibt immer sehr schöne Programme. Gut, ich schiebe es jetzt einfach mal rüber mit F10, damit man mal sieht, wie es funktioniert. Und wir sehen, dass unsere LED jetzt hier schön sanft vor sich hin blinkt. Ist fast schon ein halber Macintosh. Über Apple-Rechner. Wunderbar. Ja. Und wenn wir jetzt die Zeit hier mal noch vergrößern, wenn das jetzt so ein Stand-by-Modus wäre, würde das ja langsamer blinken. Machen wir hier mal noch eine Zeitschleife rein. Plus Clock, Frack, mal 5 Sekunden, 3 Sekunden. Ne? Alle 3 Sekunden soll es mal blinken. Schieb's mal rüber, mal sehen, wie es aussieht. Blink, 3 Sekunden, blink, ja, könnte man fast 5 machen, aber okay, lass mal so, ist schön, Schmuck, speichere ich ab, ist was zum Rumspielen, mal reingucken, wie das mit den Sachen hier funktioniert. Pulsweitenmodulation ist ja eine interessante Geschichte, wenn man sich dann auch mal in Richtung Robotik oder Steuerung oder sowas bewegt, kann man sich dran verbrauchen, ist ein interessantes Thema. Will ich jetzt aber gar nicht so sehr in die Tiefe gehen an der Stelle. So, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben hier noch ein kleines Programmchen, das nennt sich Prop Disabled Signal. Und das steht nicht ohne Grund hier am Schluss, weil das ist ein Programm. Wir haben hier jetzt eigentlich lauter Programme, die haben wir jetzt auch nur immer mit F10 in den Rahmen geschoben. Wir haben noch gar nicht getestet. Fällt mir jetzt gerade ein, ob unser Flash funktioniert. Und das ist ein Programm, das würde ich dann gern im Flash lassen. Ich gucke mal schnell rein hier.
macht nicht viel, blinkt eigentlich auch nur mit dem Propeller, mit dem LED rum, aber blinkt so ein bisschen wie so ein Herzschlag. So blub, 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 blub. Ja, ich schiebe es nach rüber, da sieht man es. Und das auch relativ selten. Und das nehme ich eigentlich immer zu Experimenten. Das ist ein Programm, das deaktiviert alle Ports an diesem Propeller-Chip. Ja? Und zeigt nur mit diesem Port 24, mit der LED an, dass der Propeller-Chip lebt. Ja? Damit kann man sicher sein, dass dieses Disable-Programm da drauf läuft und kann mit den anderen Propeller-Chips dort irgendwelche Experimente machen. Ich habe es am Anfang viel gebraucht, weil ich ja diesen Bus, diesen 8-Bit-Bus erstmal programmieren musste. Und damit es dort nicht Buskonflikte gibt, musste ich dann auch mal gezielt einen Propeller außer Betrieb nehmen. Ja. So, das Ding, wenn wir jetzt mal flashen. Es ist ja so, wir haben es jetzt hier in RAM übertragen. Und wenn ich jetzt ausschalte und anschalte, ist es weg. Ja, ist unser Propeller-Chip wieder leer. Ja. Und jetzt schiebe ich es mit Load EEPROM mit F11 rüber in unseren Flash. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, er scheint es gemacht zu haben, zumindest hat er nicht geschimpft. Ja. Die Probe aufs Exempel kommt aber jetzt erst, wenn wir ausschalten und wieder einschalten, dann müsste unser Programm aus dem Flash geladen werden. Und siehe da, das wird es auch. Gut, damit würde ich jetzt auch diese Folge beenden. Haben wir ja eine ganze Menge geschafft. Unseren ersten Propeller-Chip in die Gänge gebracht. Alles. Ach so, kurz noch zum EEPROM. Wenn das jetzt mit dem Flashen nicht funktioniert, könnte ja möglich sein, dann alles Mögliche rund um den EEPROM überprüfen. Ja? Ich zeige es nochmal hier in dem Schaltplan. Der ist ja in sehr, sehr einfacher Weise eigentlich in dem Datenblatt von dem Propeller weise angeschlossen. Ja? So, blättern wir nochmal vor, bis wir an die Stelle kommen. Das ist jetzt zwar nicht der Schaltplan vom Hive, aber ihr könnt einfach mal schauen auf dem Schaltplanblatt Nummer 2, seht ihr ja den Bellatrix-Chip und ihr werdet diesen Flash dort wiederfinden, inklusive diesem Widerstand und das ist eine I²C Verschaltung hier an Pin 29 und 28. Wenn es nicht funktioniert, gucken. Legt hier überall Masse an 0 bis VSS an der einen Seite. Ist der Chip richtig rumgesteckt? Ja, wenn er falsch rumgesteckt ist, ist er jetzt wahrscheinlich eh kaputt. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Liegt hier an WP-Masse an, liegt dort an dem Chip 3,3 Volt an. Ist der Widerstand richtig bestückt? Gibt es hier einen Durchgang von SDA zu den und SCL zu den entsprechenden Pins beim Propeller-Chip? Ja? Gucken. Wenn es nicht geht, ausschalten am besten erstmal und eine Sichtprüfung machen. Sind irgendwelche Kurzschlüsse oder kalte Lötstellen oder irgendwelche Brücken noch drin? Ja, das wäre so der erste Weg für Leute, die so Einsteiger sind bei der ganzen Lötgeschichte und dann halt Fehler korrigieren, wenn man was findet und neu probieren mit F11 diesen Flash zu beschreiben. Ja? Okay. Das war's. Jetzt fällt mir auch nichts mehr weiter ein. Beim nächsten Mal wird es spannender. Wir werden dort noch spannender. Das geht ja fast gar nicht. Wir haben doch heute schon mit einer LED geblinkt. Ja, das ist wohl wahr. Wir werden nämlich das nächste Mal die VGA-Schnittstelle in die Gänge bringen und unsere ersten Bilder auf dem Hive erzeugen. Ja, mit dem Hive. Unsere eigene Grafikkarte quasi schon in die Gänge bringen. Und ich finde, das ist schon eine sehr interessante Sache. Ich freue mich schon drauf und ich freue mich natürlich auch über alle Zuschauer. Also bis dann, bis demnächst.